Die mit Spannung erwarteten neuen Strecken vom Mario Kart DS erwarten uns jetzt hier mit Yoshi im Ei auf dem Special Cup. Das sind die letzten vier neuen Strecken vom Mario Kart DS, bevor es mit den Retro Grand Prix beginnt. Und natürlich ist da wieder einiges an Skill verlangt, um hier bestehen zu können. Los geht's mit Wario Stadium. Und Wario-Strecken hatten seit jeher das Image, dass sie sehr gute Strecken sind. Man erinnert sich an die Wario-Strecke vom GameCube, die sehr gut war. Aber wie ich finde, auch die vom Nintendo 64 war eine sehr coole Strecke. Und diese Strecke bot, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ja, die wurde in Mario Kart 8 wieder aufgenommen in die Retro Cups. Natürlich in diesem Spiel hier brandneu. Aber dann später eben Mario Kart 8 wieder eingeführt. Diese Stelle hier kenne ich so gar nicht aus Mario Kart 8. Aber eine sehr abwechslungsreiche Strecke ist es. Ist es allemal. So, vom berühmten roten Panzer getroffen. Ich habe gesehen, der Todd, der hat einen roten Panzer auch gehabt und hat damit Mario abgeschossen. Genauso habe ich es doch gesehen. Jetzt hat er auch einen roten Panzer, aber im Zweifelsfall ist mein grüner Panzer zur Stelle. Es gibt ja bei den neuesten Mario Karts, hier ist er zur Stelle. Bei den neuesten Mario Karts ist es ja so, dass der Panzer, den man hinter sich hält, dass der sich noch dreht. Das ist jetzt hier gar nicht so, sondern ja, es ist eben eine Grafik, die sich nicht weiter bewegt, die man hinter sich herzieht. Vielleicht aufgrund auch von der Leistung des DS's dann. So, drei Bananen auf ersten Platz ist ein richtig krasser Schutz. Da müsste schon ein Blitz kommen oder ein blauer Panzer, den ich hiermit nicht beschwören möchte, um mich da wieder meines Schutzes zu berauben. Weil drei Bananen, damit kann ich mich lange Zeit sicher fühlen. Und ich fühle mich sehr sicher. Zwar ist die Box mal wieder nicht zum Schutz geeignet, aber das ist egal. Das hier ist übrigens eine Anspielung mit diesen Wellen an die Wario-Strecke aus Mario Kart 64, wo es diese Wellen auch gab an einer Stelle oder Strecke. So, ich fahre hier ganz gut weg. Mario hat zwar wieder einen roten Panzer. Ich frage mich, wie funktionieren die roten Panzer hier? Sind die so intelligent, dass sie das Ziel treffen, egal wie weit es weg ist? Oder ja, rasen die gegen die Wand zur Not? Na, wobei, mal gucken, Moment, wie weit ist Mario weg? Wie weit ist der weg? Der ist ja riesig weit weg. Okay, sie fahren die Strecke lang. Damit ist das geklärt. Alle Items mal losgeworden, damit ich mal ein bisschen Abwechslung, neue Items bekomme. Aber ich glaube, doch ein Panzer. Hier, da sehen wir es auch nochmal. Dass wir tatsächlich eben nur eine Grafik hinter uns herziehen und der sich nicht bewegt. Ja, muss er auch nicht, solange er still da steht und mich schützt im Notfall. Ja, der letzte Cup, natürlich Special Cup. Das sind immer die Strecken, die besonders schwer sind. Wo man dann auch schon gewisse Art Übung hat. Ja, natürlich ist der Special Cup auch der Cup, wo am Ende immer die Regenbogenstrecke ist. Und ich habe den blauen Panzer schon gesehen, aber ich komme vorzeitig ins Ziel. Yes! Und somit kann der blaue Panzer mir gestohlen bleiben. Da kommt er noch. Ja, also wir werden hier definitiv auch die Rennstrecke der Regenbogenpiste mal wieder sehen. Aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Denn erstmal gibt es den schönen Peach Gardens. In DS neu, komplett neu, aber in Mario Kart Wii wieder aufgelegt, ist eine Strecke, die ich schon zu Mario Kart Wii Zeiten, also zu Zeiten, wo ich Mario Kart Wii sehr intensiv gespielt habe,
eine sehr beliebte Strecke war von mir, aber auch von vielen anderen. Weil sie erstens mal ist der Soundtrack super gut, vermittelt so eine schöne, ruhige Atmosphäre, auch wenn hier Kettenhunde einfach so durch die Prärie, in den Schlossgarten waden. Ja, Pilze kann man dann schön einsetzen, um irgendwie durchs Feld zu rasen. Ich glaube, da kommt ein blauer Panzer, oder? Das war doch das Geräusch davon. Oh je. Wir werden sehen. Und hier kann man, glaube ich, auch abkürzen. Oder nee, das ging nur im V-Teil. Natürlich kann man hier immer noch abkürzen, aber nicht über eine Rampe, sondern einfach mit dem Pilz übers Feld. Ja, da wird der Gärtner sich im Schloss aber ärgern, wenn dann plötzlich die Spuren meines Ei-Fahrwerks doch zu finden wären. Na gut. Der wird wahrscheinlich auch recht gut bezahlt bei so einem riesen Garten. Aber eine wirklich gute Strecke. Hat mich immer schon fasziniert, diese Strecke bei Mario Kart Wii. Jetzt weiß ich, dass sie hier auch sehr gut umgesetzt ist. Übrigens, das Yoshi-Ei, das fährt sich recht gut. Also es ist sehr wendig. Kann man gut navigieren und wenden. Wo sind die anderen? Moment. Kann ich das... Oh, die Karte sieht auch sehr, sehr geil aus. Muss man schon sagen. Oder was sagt ihr dazu? Irgendwie sehr detailgetreu. Hätte ich gar nicht so erwartet. Gut, machen wir es wieder weg. Weil ich vielleicht auch noch sehen möchte, ob da irgendwo Bananen sind. Das sieht man auf der Minikarte ja auch. Schon im Voraus. Wenn man da gerade hinguckt. Ich gucke mehr auf den rechten Bildschirm. Aber... ist gut. So. Letzte Runde läuft. Noch keine Vorkommnisse. Die Hunde, die beißen nicht. Oder? Beißt du? Natürlich kann man wie bei fast jedem, ich sage extra fast, fast jedem Mario Kart, wie die Hunde auf der Minikarte aussehen, fast jedem Mario Kart kann man zwei Items tragen. Ich sage fast, weil bei Mario Kart 8 für die Wii U war es ja so, dass man keine zweiten Items tragen konnte. Aber hier ist es ebenso. Und ich glaube, wir kommen mit Power Panzer, oder? Oder vielleicht auch nicht. Doch. Natürlich, direkt vom Ziel. Es wird später nochmal sehr interessant, wenn die Gegner dann in schwierigen Stufen direkt dahinter ihm sind. Das wird frustig, denke ich. Hoffe ich aber nicht. Ja, und bei Mario Kart Deluxe wurde es ja dann geändert. Man konnte wieder zwei Items tragen. Und zwei ist ein Stichwort, denn ich habe jetzt zwei Rennen hintereinander gewonnen auf Platz 1. Sehr schön. Ein Bowser Castle also. Mhm. Gehört auch irgendwo zum Special Cup dazu. Und ich denke auch, die wenigsten Spieler wollen Bowser-Strecken vermissen, oder? Ich meine, das ist immer... wie wieder die Hälfte keinen Turbostart hinbekommt, der Charaktere. Wie krass. Jetzt runter, ne? Ich hab's schon gedacht. Oh, ich hab mal eine Bombe. Krass. Das erste Mal im Let's Play eine Bombe zu haben. Kann man die nach vorne werfen? Höchstwahrscheinlich. Versuchen wir mal. Schön, schön, schön in die Dornenranken geworfen. Das wird der nächste Gärtner dann finden. Und da habe ich einen Turbo-Boost bekommen, der mich aber etwas kalt erwischt hat. Damit hätte ich gar nicht gerechnet in dem Moment. Ja, der Panzer einfach tot treffen, oder? Nein. Nein. Hier muss man oben bleiben. Weil wenn man runterfährt, da darf man ein bisschen mehr an... wow! Ach, die dreht sich auch nach einer Zeit. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cooles Element. Sonst muss man eben unten lang fahren. Das ist, glaube ich, etwas länger. Oh. Ich habe gerade in dem Moment gedacht, okay, ich bin doch Erster, kann ja kein Faules sein, also diese falschen Itemkästen. Schon wieder? Ernsthaft? Achter Platz und das ist das erste Mal. Krass. Richtig, und dann dachte ich, okay, hier sind doch eigentlich gar keine Itemkästen. Oder es sah zumindest so aus, als ob da keine sein würde normalerweise. Und tatsächlich hat sich dies bewahrheitet. Auch bewahrheitet hat sich, dass wir auf dem
hinteren Plätzen bessere Items bekommen, was in Mario Kart üblich ist, denn die Items sind auf hinteren Plätzen stärker als vorne. Ihr habt das auch schon gesehen, wir bekommen vorne meistens Bananen oder Itemkästen, die eben falsch sind. Beinahe hätte ich meinen Blitz verloren. Vielleicht sollte ich ihn doch mal einsetzen. Aber hinten bekommt man die richtig krassen Items, inklusive Kugelwilli, den ich bisher aber ja noch nicht hatte. Und jetzt gibt's den Blitz. Achtung. Bam. In your face. Ich stoße immer da. Das ist ziemlich schwierig an der Stelle zu driften. Ich frage mich, ob es hier auch gestaffelt wieder groß ist. Also, dass man, je weiter man hinten ist, desto schneller wird man wieder groß. Und je weiter man vorne ist, das ist gar nicht so leicht hier, desto länger dauert es, bis man wieder groß wird. Das zog in Mario Kart Wii die Spielerschaft immer zusammen. Dadurch, dass die hinteren schneller wie groß waren als die vorderen. Und jetzt BAM! Schade. Da muss man erstmal mit klarkommen, das nach vorne werfen ist immer nur so eine Sache. Man muss sich genau merken, okay, wie weit geht das jetzt? Wie weit kann man werfen? Da merke ich gerade, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Das ist das erste Mal, dass ich richtige Probleme, würde ich fast nicht sagen, aber es ist schon das erste Mal, dass wir längere Zeit nicht vorne sind und dass ich Mario gar nicht mehr sehe. Jetzt habe ich ihn kurz erblicken können auf der Minikarte. Danke für die Banane. Buhu. Wir sollten uns beeilen, ich sag's euch. Mario hat irgendwie getrödelt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Hat er nochmal... was hat er gemacht? Ist er irgendwo reingefahren? Sicherlich nicht. Tschüss, Mario. Wenn ich will, der hat schon, ne? Der hat schon den Pokal. Der will den nicht nochmal haben. Okay, wie lange brauche ich, um wieder groß zu werden? Um die Frage mal zu klären. Relativ lange. Könnte schon durchaus sein. Das ist cool. Ich mag dieses Element, dass man da drüber fahren. Ich werde sicherlich in späteren Schwierigkeitsstufen auch mal runterfallen. Dann werden wir unten auch sehen, was da unten so abgeht. Aber wenn Möglichkeit, verhindern, nicht runterzufallen. So, haben wir es noch geschafft. Ich hätte es... Wow! Wow! Oh, mein Gott. Schön drüber gesprungen. Natürlich konnte man auch in jedem der Mario Kart, wo man springen kann, konnte man immer schön über kleine Abgründe springen. Das ging auch schon bei Mario Kart 64 und bei Mario Kart, beim Super Mario Kart für Super Nintendo gab es ja die Feder, um über Schluchten hin drüber zu springen. Die Feder tauchte aber erst in Mario Kart 8 wieder auf. Wie ihr wisst. Aber da in der Deluxe-Version von von der Switch. Und zwar nur im Battle-Modus. Aber gut, genug davon. Wir schauen uns und mal wieder, wie immer die Hälfte der Spielerschaft hier den Turbostart nicht hinbekommt. Mal wieder eine schöne Regenbogenstrecke. Das Markenzeichen von Mario Kart seit dem allerersten Mario Kart für Super Nintendo, dass eine Regenbogenstrecke dabei ist. Ich hatte immer das Gefühl... Boah, was geht mit euch ab? Ich hatte immer das Gefühl, dass sie hiermit zeigen wollen, wie viele schöne Farben sie auf das Gerät zaubern konnten vom Super Nintendo. Und sich aber das dann eben als Running Gag, so will man sagen, durchgesetzt hat bis heute. Wobei es eben auch Strecken gab von Mario Kart 7 beispielsweise, die nicht so bunt waren wie diese hier. Oder auch Mario Kart 8, die Regenbogenstrecke, die war auch nicht so komplett bunt, aber Regenbogenfarben hat sie dennoch drin. So, weg aus dem Weg, Bowser. Du hast da vorne nichts zu suchen. Auch wenn ich verstehen kann, und wir alle tun das, dass er Mario auf Platz 1 jagt. Ganz klar. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Mario Kart Strecken, der Regenbogenstrecken, die zeichnen sich nämlich immer dadurch aus, dass man meistens überall runterfallen kann. Außer Mario Kart 64, da war es so, dass die komplette Strecke eingezäunt war. Hätte ich gar nicht gedacht, erstens, weil man konnte ja nirgendwo runterfallen. Das hätten sie doch bei 50 CCM machen können und bei 100 und 150, wie sie es bei Choco Mountain bei Mario Kart 64 gemacht haben, das Geländer wieder wegzuziehen. Aber gut, dafür haben wir in allen nachfolgenden Teilen immer wieder das Risiko runterfallen zu können. Und der fährt mir doch allen Ernstes in mein
eine falsche Item-Kapsel rein. Übrigens, natürlich ist es so, wenn man auf Turbostreifen oder auch im Looping gerade eben, das ist nämlich ein richtig krasser Looping, von etwas getroffen wird, dann wird man sofort wie auf maximalen Speed angehoben. Das heißt, Mario konnte sich glücklich schätzen in der Situation. Und ich glaube, er schießt jetzt gleich sein Item auf mich ab. Aber ich habe einen schönen Panzer hier, um abzuwehren. Aber da kommt schon der Rote. Ich wusste, ich hab's doch geahnt. Mario sollte man nicht unterschätzen, was das angeht. Der wird das ja nicht als... Der wird das ja nicht als Schutz bewahren, um eventuell hintere Gegner abzuhalten. Nein, die sind alle gegen mich. Kommt her. Kommt her und ich zeige euch, was die Banane hier kann. Schön alle Turbostreifen mitnehmen. Ja, zur Bewertung der Strecke. Ich finde, sie fährt sich wirklich gut. Auch das mit den Turbostreifen, das kennt man aus Double Dash schon, aus der Regenbogenstrecke von Mario Kart für den GameCube. Da gab es auch so schöne Schrägen mit Turbostreifen. Das ist scheinbar hier auch wieder aufgenommen worden. Mario gerade im Looping. Aber ich glaube... Todd ist Zweiter. Wenn der jetzt den Roten abschießt, das könnte nochmal spannend werden. Lass ihn bei dir, Todd. Er hat ihn abgeschossen. Und er wird definitiv kommen. Er kommt! Er hat meine Banane getroffen. Nee, ich habe sie gar nicht rausgeholt. Hä? Müssen wir das verstehen? Ich glaube nicht, aber sei wie es sei, wir gewinnen dennoch und sind in der letzten Runde. Ach, der Stern da, habt ihr ihn gesehen? Da links sieht man auch auf der Minikarte, das war so ein Riesenstern. Den konnte man auch in Mario Kart 64 der Regenbogenstrecke bewundern. Und da kam nochmal ein blauer Panzer. Aber zu spät. Und interessant, dass Todd dieses Mal Erster geworden ist, weil man sieht ja ganz klar, dass Mario mein direkter Rivale war. Und dennoch hat er verloren. Mario, sei nicht traurig, du bist auch auf dem Treppchen, beziehungsweise es gibt ja kein Treppchen mehr hier. Aber du bist mit dabei beim Ehrentanz, bei der Garde, beim Freudensieg. Du darfst mal immer mich sehen. Schön. Das Ei ist vorne, Yoshi hat gewonnen. Und wie viele Sterne hat er denn? Darf man mal so fragen. Oh, Yoshi! Nein! Nur ein A für dich? Was hast du getan, damit du das verdienst? Es tut mir leid, aber du kannst den Pokal dennoch verschlucken und irgendwo hintragen. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei den Retro Cups, die dann beginnen werden. Also, bis zum nächsten Mal! You can now choose Drybone. Ah, wir haben einen freischaltbaren Charakter freigeschaltet, nämlich Knochentrocken. Wir werden ihn dann beim nächsten Rennen, denke ich, fahren. Doch, machen wir. Okay.